Ahoi von der Mein Schiff 1 von TUI Cruises. Wir sind in einer Verandakabine. Was unterscheidet die Verandakabine? Ja, im Wesentlichen ist es wie eine Balkonkabine, aber der Balkon selbst ist halt erheblich größer. Und wie viel größer, das gucken wir gleich mal, aber vorher noch ein paar andere Details. Auch diese Kabine ist bewohnbar für bis zu 3 Personen. Wo übernachtet die dritte Person? Nicht hier in diesem Bett. Wer möchte, kann diese Betten übrigens auch auseinanderstellen lassen. Da werden die Betten auseinandergeschoben und die Nachttische landen dann beide sozusagen in der Mitte. Also wenn man jetzt mit jemandem unterwegs ist, wo man sagt so nah möchte ich jetzt gar nicht an dem oder der dran sein, ja, dann kann man das machen. Ja, 2 Nachttische gibt es und wo übernachtet jetzt Person Nummer 3? Auf diesem Sessel, der kann auseinandergeklappt werden. Der ist übrigens überdurchschnittlich breit, meiner Ansicht nach. Also ich habe schon Sessel gesehen, wo man schlafen sollte, die erheblich schmaler sind. Das muss man natürlich nicht selber machen. Das macht der Kabinensteward. Wo wir jetzt hier hinten schon mal gerade sind, gucken wir schon mal auf die Veranda. Ja, sieht heute alles ein bisschen nass hier aus, weil wir hier in Hamburg unterwegs sind und das im September. Und da ist es jetzt nicht so ganz optimal. Vom Wetter her, das sieht man schon. Ja, Verandakabine, das ist wirklich relativ groß. Wir gucken mal auf den Boden, da sieht man das ganz gut. Denn man hat ja dieses Schiff seinerzeit mal um viele, viele Balkone erweitert. Und da hat man dann also Teile rangeschweißt. Also da, wo das dunkle Holz endet, endete früher der Balkon. Und jetzt ist es also eine Veranda und geht so ein deutliches Stück weiter. Ist also richtig, richtig groß. Ich habe die TUI Cruises typische Hängematte. Eine Liege habe ich und dann auf der anderen Seite 2 Stühle und ein Tisch. Ja, jetzt ist aber so eine Sache, wer sich sonnen möchte. Hier hinten, ehrlich gesagt, kommt die Sonne nicht so wirklich hin. Also wer sich da sonnen möchte, der bleibt dann bitte auf dem Pooldeck. Denn wir sehen, guck mal, hier oben geht das darüberliegende Deck einmal komplett hier rüber. Klar, wenn man hier auf der Hängematte liegt oder so, dann mag man da dann und wann auch noch Sonne abbekommen, gar keine Frage. Aber jetzt um zu sonnen, ist es jetzt nicht optimal. Wobei man natürlich sagen müsste, aus gesundheitlichen Aspekten sollte man ja nicht sonnen, das macht die Haut nur alt. Aber gut, so. Ja, gut, das ist also unsere Veranda. Wir wollen drin einfach mal weiter gucken, was wir da noch sehen können. Ja, hier dann so eine Art, ich nenne es mal Ankleidebereich mit großem Spiegel. Große Spiegel haben ja immer den Vorteil, dass es ein bisschen größer und großzügiger wirkt. Ja, hier kann ich mich nun hinsetzen, kann gucken, was ist in dieser Mappe. Ja, Informationen über das Schiff natürlich. Ich habe eine Wasserkaraffe und ich habe auch eine Blumenvase. Da kommt auch noch was rein. Da ist schon Wasser drin, aber die Blume kommt jetzt später erst. Das ist also wirklich ganz nett. Es gibt übrigens auch jeden Abend als Betthupfer Schokolade und als Clou, die Schokolade hat jeden Tag einen anderen Geschmack. Also das sind wirklich so kleine Details, muss ich sagen, die man echt ganz charmant hier macht bei TUI Cruises. Nespresso-Maschine ist ja auch typisch für diese Reederei. Eine Kapsel am Tag ist im Preis enthalten. Der Kaffee von Nespresso ist wirklich extrem toll. Wenn man weitere Kapseln will, zahlt man 1 Euro pro Kapsel Aufpreis. Da unten sind die Tassen. Hier ist noch eine Minibar, da gibt es auch Sachen zum Knabbern. Was kostet da ein Bier? 2,90 beispielsweise. Das ist also nicht Premium, alles inklusive, aber ganz ehrlich, meistens ist eine Bar geöffnet, dann kann man da was trinken gehen. Ja, hier oben gibt es, was ist das hier, Weinbrand? Ne, Cognac und Rotwein gibt es also auch, kann man sich dann auch mal gönnen. Ja, hier ist die Einstellung für die Klimaanlage. Jetzt gerade hier noch amerikanisch beschriftet, ne, mit Grad Fahrenheit, hat hier jemand daneben geschrieben, 21 Grad, 24 Grad. Okay, also man weiß, in der Mitte wird es nicht ganz kalt sein, aber auch nicht ganz warm. Also am besten, das muss man ausprobieren, ne, bis man da die optimale Position gefunden hat. In dieser Kabine höre ich übrigens auch kaum die Klimaanlage ganz, ganz leise nur zu hören. Also das kann an der Einstellung liegen oder möglicherweise gibt es da wirklich zwischen den Kabinen Unterschiede. Aber wer empfindlich ist, ich gehöre dazu, der sollte immer auf einem Schiff unterwegs sein mit so einem Gehörschutz. Also da kann einem dann eigentlich gar nichts passieren. Und es gibt auch welche, die schön weich sind. Da kann man damit auch gut schlafen. Ja, Schrank. Gucken wir mal. Für 3 Personen. Also sollte eigentlich reichen. Rettungsweste 1 und 2.
Und hier geht's weiter. Dort ist auch ein Tresor, der natürlich kostenlos zu verwenden ist. Eine Kamera sollte da reinpassen. Ein normal großes Laptop tendenziell eher nicht. Aber mir hat man irgendwie an Bord eines Schiffes überhaupt noch nie was geklaut. Und ich habe immer viel, viel, viel Technik mit dabei. Ja, also kann man, glaube ich, relativ entspannt sein. Habe ich auch von den Fällen noch nicht gehört, dass wirklich in Kabinen eingebrochen wurde. So, zwei Bademäntel gibt es, die man natürlich nach der Reise da lassen sollte. Und Badelatschen. Und auch nochmal der Blick in die Nasszelle. Hier hat man nochmal ein bisschen was gemacht im Nachhinein. Die anderen Kabinen haben dann hier teilweise noch einen zweiten Föhn hängen, so ein altes Ding. Das hat man nun hier entfernt. Weil ja eh ein Föhn auch da in der Schublade ist. So, das sind die ganz hübschen Waschbecken, wie ich ja finde. Das ist ja immer noch in eigentlich, ne, diese Art an Waschbecken. Man hat immer Conditioner und so weiter, Shampoo, Bodylotion da. Wobei Conditioner verwenden eigentlich nur Frauen, oder? Ich nehme den immer gar nicht. Sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Gut. In der Dusche Duschgel. Und neu auch auf der Mein Schiff 1, tata, eine Duschkabine. Ja? Früher war es so, da fehlte das hier, da ging das, glaube ich, nur, bis hier oder allenfalls bis hier, diese Wand, die man da hatte. Und man setzte immer das Wasser halb, das Bad halb unter Wasser. Ja, das ist jetzt nicht mehr. Also, das war sie, unsere Verandakabine mit besonders viel Platz draußen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, und weitere Videos habe ich noch verlinkt über TUI Cruises und Mein Schiff. Also da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.